Guten Abend, meine Damen und Herren. Einige von Ihnen dürfen sich morgen auf einen sonnigen und warmen Oktobersonntag freuen. Die anderen bekommen eher Regen und Wind ab. Und das hängt zusammen mit dem Tief Luzi, das schon heute vom Atlantik über Großbritannien gezogen ist und kräftigen Wind und Regen mitbrachte. Und stürmischen Wind gibt's auch bei uns heute Nacht an der Nordsee. Da kommen nämlich schon die ersten Wolken an. Sonst ist es häufig klar und es bildet sich auch mal Nebel, zum Beispiel an der Donau oder am Bodensee. In Bayern sinken die Temperaturen nämlich auf 6 bis 0 Grad, sonst bleibt die Nacht milder. Und morgen liegen die Höchsttemperaturen meist bei 13 bis 17 Grad. Aber so zwischen der Spree und dem Oberrhein geht es auf 18 bis 20 Grad rauf, denn da scheint morgen am meisten die Sonne. Vormittags hält sich an der Donau noch länger Nebel und im Nordwesten kommen schon die Regenwolken von Tief Luzi an. Die erreichen das Sauerland und die Nordseeküste und ziehen im Laufe des Tages weiter, erreichen dann Sachsen-Anhalt und die Mosel, derweil sich am Nachmittag der Nebel in Süddeutschland aufgelöst hat. Die neue Woche startet deutlich herbstlicher und etwas kühler. Und jetzt wünsche ich Ihnen einen schönen Abend und genießen Sie 25 Stunden Sonntag.